Ampel erlaubt LSD. Seit 2016 sollen sogenannte Legal Highs durch das neue psychoaktive Stoffe-Gesetz verboten sein. Legal High? Davon spricht man, wenn eine Originaldroge ganz leicht verändert wird und sie dann nicht mehr durch das Betäubungsmittelgesetz oder das Arzneimittelgesetz verboten ist. Das Problem? Legal Highs gelten als besonders gefährlich, weil sie im Vergleich zum Original weniger getestet wurden. Deswegen auch das Gesetz. Legal Highs sollten damit automatisch verboten sein, wenn sie Wirkstoffe enthalten, die zu ganz bestimmten Wirkstoffgruppen gehören, die das Gesetz verbietet. Okay, und jetzt der Oberfail. Letzten Herbst musste die Liste an illegalen Stoffen dann doch nochmal erweitert werden. Und bei dieser Änderung wurde dann statt einem Komma ein Bindestrich zwischen zwei Stoffgruppen eingesetzt. Strafrechtler sagen jetzt, wegen dem Bindestrich wäre nur die Kombination aus den beiden Wirkstoffen illegal. Das heißt, eine bisher verbotene LSD-Variante könnte wieder legal sein. Die Union gibt der Ampel die Schuld. Die würde zu viel Aufwand für die Cannabis-Legalisierung betreiben und daher an anderer Stelle Fehler machen. Was sagt ihr zu diesem Fail?